Ladies and gentlemen, please take your seats. The opening ceremony for the IGF 2019 will start in a few minutes. Ladies and gentlemen, please take your seats. The opening ceremony for the IGF 2019 will start in a few minutes.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The opening ceremony for the IGF 2019 will start now.
I don't know how you all experienced this dance invention by the Flying Steps. For me, it resonates with the self-understanding of the IGF in its search for access and freedom, for innovation, inclusion, and co-creation. And we have to go more than 25 years back to the origin of this breakdance company. It was in 2003, and it all started with one piece of cardboard lying on the Kudamm. And ever since, this company has created an ongoing success story, and also due to the means of the internet. And with this spirit, Your Excellency Secretary General Antonio Guterres, Your Excellency Federal Chancellor Dr. Angela Merkel,
ministers, secretaries, excellencies, distinguished representatives of all stakeholder groups, dear guests, I most warmly welcome you to the Internet Governance Forum 2019 and its opening ceremony. 30 years here in Berlin after the wall came down. We are, I guess, approximately 2,400 participants in this room, but we are many more out there because, thanks to the IGF, we are connected through IGF remote hubs with people, thousands of people out there online on all five continents. So I very much thank you all for giving your life energy, your lifetime and your spirit to this multi-stakeholder gathering to make this year's gathering a great success. This forum will focus on three main strands: data governance, safety and security, and digital inclusion. And it's challenged by one core question: how to ensure an open and free web in the future, and how to foster and safeguard one world, one net, one vision. This credo, you just saw it, share your vision, kneels down how much appreciated your various perspectives and backgrounds are. So I very much thank the UN for making it possible that we all come together here. And I'm very honored now and very curious to leave the stage for you, His Excellency, Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. Dear Chancellor Angela Merkel, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, I'm extremely pleased to be with you today, and I'm honored to be sharing the stage with Chancellor Merkel. And I'm also privileged to share with her a unique background. We were both first trained in the sciences, she as a physicist and a chemist, and I as an electrical engineer. Then we both lost our way and ended up as politicians. As public servants, we are entrusted with helping to address the most pressing issues of the day. And little can have more relevance to our lives and futures than the responsible and effective governance of the Internet and digital technology.
Technological developments are unfolding at a speed with no parallel in human history. The impact of digital technology is sometimes compared to that of Gutenberg's introduction of the printing press to Europe in 1439. Both have democratized knowledge, but at very different speeds. It was only by 1950 that half of the world's population was literate, meaning that it took 5 centuries for Gutenberg's invention to benefit half of the humanity. It has taken the internet just 25 years to reach half the globe. Digital technology is shaping history, but there is also the sense that it is running away with us. Where will it take us? Will our dignity and rights be enhanced or diminished? Will our societies become more equal or less equal? Will we become more or less secure and safe? The answer to these questions depends on our ability to work together across disciplines and actors, across nations and political divides. We have a collective responsibility to give direction to these technologies so that we maximize benefits and curtail unintended consequences and malicious use. And so far, we have not yet kept pace. There is an absence of technical expertise among policymakers, even in the most developed countries. Invention is outpacing policy setting. And major differences in culture and mindset are creating further challenges. The private sector has an attitude of trial and error, moving rapidly and correcting retroactively. Meanwhile, policymakers prefer thorough consultative processes and are reluctant to define policy frameworks and regulations before there is clarity on all consequences. So while industry has been forging ahead and at times breaking things, policymakers have been watching from the sidelines. Now, in a growing number of countries and at regional levels, the governance gap is being addressed. And what Europe has achieved is noteworthy. But there is still a major deficit at the international level, including even in Europe itself. This puts at risk our common aspiration for a universally accessible, free, secure, and open internet, one world, one net, one vision. It is clear for me that we live in one world, but it is not entirely clear that we will live only with one net. It is a very emotional moment when 30 years ago we have seen the fall of the Berlin Wall. And so it is for me an enormous frustration to be that today, not only we are still building physical walls to separate people, but that there is also the tendency to create some virtual walls in the internet also to separate people. And the only way to avoid it is if you are able to have one vision. With one vision and one world, I hope we'll be able to be also with only one internet. Today, an accessible, free, secure, and open internet is at risk of fracturing along 3 intersecting lines. There is a profound digital divide, a social divide, and a political divide. Allow me to take each in turn. First, the digital divide. Today, there are still 3.6 billion people without affordable access to the internet. And most alarmingly, among the world's 47 least developed countries, where the internet could have truly transformative impact, more than 80% of the population is still offline. And the gender gap in connectivity continues to widen. Only 2% of women in Latin America and the Caribbean and in East Asia and the Pacific own a mobile phone with internet access.
worldwide, some 327 million fewer women than men have a smartphone and can access the mobile internet. And women are also drastically underrepresented in information and communication technology jobs, top management, and academic careers in the technological sector. And 90% of startups seeking venture capital have been founded by men. Connecting all the world's people by 2030 must be our shared priority, not only for sustainable development, but for gender equality. And we must do better, especially for young girls in developing countries. There are many initiatives that need to be better supported and accelerated. One potentially game-changing connectivity project called GIGA is being led by UNICEF and the UN International Telecommunications Union to connect every school in the world to the internet by 2030. The digital divide is also exacerbated by the unequal distribution of know-how and expertise. To address this, we will pursue the implementation of the recommendation of my high-level panel on digital cooperation on capacity building. Excellencies, the digital divide can aggravate the social divide. Given the polarizing nature of much internet content, we cannot avoid the question of whether it is a tool to bring us together or whether it is dividing us. My belief is that the internet can be a powerful force for good, but we are seeing also that it is a tool that can easily be put to nefarious use. The algorithms that determine social media can trap us in the echo chambers of our own opinions and prejudices. There are pressing questions to be answered regarding how we allow our lives, our political discourse, and our societies to be influenced by a yet largely unregulated industry of social media providers. Artificial intelligence applications can be used to monitor and manipulate behavior, to besiege us with ever more targeted and intrusive advertising, to manipulate voters, to track human rights defenders, and to stifle expressions of dissent. How do we safeguard privacy in an age of artificial intelligence, facial recognition, location monitoring, biometric sensors, and the Internet of Things? How can we ensure that human rights obligations apply online as they do offline? The Office of the High Commissioner on Human Rights and others are working on the urgent task of understanding better how exactly international human rights can be applied in cyberspace. And we also need to understand the relationship between digital advances and inequality. New technology has contributed to a steep rise in the number of billionaires over the past 20 years. And the use of digital technologies by those who have yet to fully share in such benefits have also made them increasingly aware of the gulf between rich and poor, between their misfortune and the wealth and security others enjoy. We know that inequality and exclusion drive social unrest and conflict. And we also know that digital technologies, depending on their use, can be a force that widens social gaps or reduces them. The high-level panel's recommendation to maximize digital public goods are important and deserve further support. Ladies and gentlemen, let me now turn to the third and potentially most dangerous divide, the political divide. Today, there is a real risk of geopolitical rupture, a great fracture of trade, security, and internet systems. We are all familiar with the politics surrounding 5G technologies. You are also aware of the growing efforts of some states to construct ever harder borders in cyberspace on the one hand, and the ever-increasing number of cross-border cyber attacks on the other. Low-intensity cyber conflict between major states is not a future prediction, but a feature of our present time. In such a climate, mechanisms that build trust and cooperation are indispensable. The growing frequency and severity of cyber attacks are undermining trust and encouraging states to adopt offensive postures for the hostile use of cyberspace. The potential dangers of these
demand a much more vigorous collective response. If we do not work together to address these divides, we will be remembered as the generation that ruined the early promise of the Internet. With its unparalleled convening power and universal legitimacy, I see the United Nations as the appropriate platform where all relevant actors can meet to address such global challenges. And allow me to propose three ways in which the Internet Governance Forum can lead the way. First, let us build this forum into a platform where government representatives from all parts of the world, along with companies, technical experts, and civil society, can come together to share policy expertise, debate emerging technology issues, agree on some basic common principles, and take these ideas back to appropriate norm-setting fora. Second, I encourage us all to take up the recommendation of the High-Level Panel on Digital Cooperation and explore the possibility of a global commitment on digital trust and security. This political commitment would be open to governments, industry, and institutions worldwide and will help us prevent further political division. It will build on agreed global norms for cyberspace and the pioneering work done for the Paris Call and the Christchurch Call, as well as processes fostered under the auspices of the UN General Assembly. We will consult widely and bring this forward next September as member states mark the 75th anniversary of the United Nations. Lastly, I will soon appoint a technological envoy to work with governments, industry, and civil society to help advance international frameworks and nurture a shared digital future that puts people first and helps bridge the social divide. Excellencies, these ideas can be building blocks towards a shared digital future that we can be proud to pass down to future generations. A future with one world, one net, and one vision. And I encourage you in your efforts for this week. Thank you very much. Thank you very much, Excellency. I'm now handing over the stage for the welcoming words of Her Excellency, the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. Angela Merkel. Ja, ich werde Deutsch sprechen, deshalb bewaffnen Sie sich mit den technischen Installationen. Sehr geehrter Generalsekretär Guterres, lieber Antonio, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, Exzellenzen, Abgeordnete aus aller Welt, Gäste, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Berlin. Es ist mir und der gesamten Bundesregierung eine Freude, dass Sie hierher gekommen sind und Ihre Ideen für die Zukunft des Internets mitgebracht haben. Dafür danke ich Ihnen sehr. Und so wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen es eben gesagt hat, er war Elektroingenieur und ich war Physikerin. Und dann sind wir auf Abwege geraten, das ist richtig. Aber vielleicht ist ja für die technischen Entwicklungen unserer Zeit die Tatsache, dass es ein paar Politiker gibt, die auch etwas von Technik verstehen, auch wenn es nur noch rudimentär ist in meinem Falle, bei Antonio ist es sicherlich anders, ist es doch etwas Gutes, damit wir die Welt wieder gut verstehen miteinander. Das Internet Governance Forum der Vereinten Nationen findet ja bereits zum 14. Mal statt, aber zum allerersten Mal in Deutschland. Und besonders als Gastgeber dieses Forums, aber auch über diese Woche hinaus, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, den globalen Austausch über Werte und Regeln im Internet mitzubeleben und mitzugestalten. Es wird ja immer wichtiger, dass wir die Diskussion darüber, wie wir das Internet der Zukunft gestalten und nutzen wollen, gemeinsam führen. Gemeinsam heißt Politik und Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft,
Und gemeinsam heißt auch mit allen Ländern zusammen. Das ist der Grundsatz des Multilateralismus. Darauf bauen die Vereinten Nationen auf. Und darauf müssen sich auch die Gestaltung der neuen technischen Entwicklungen gründen. Und genau das macht das IGF so wertvoll. Hier kommen Akteure der Internet-Governance aus aller Welt zusammen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Und im Grunde verschmelzen hier ja die analoge und die digitale Welt. One World, One Net, One Vision, das diesjährige Leitmotiv bringt auf den Punkt, worum es geht. Nämlich darum, ein gemeinsames Verständnis zu fördern, wie die Zukunft des Internets aussehen soll. Welche Werte, Prinzipien und Regeln wollen wir aus unserer analogen Welt in die digitale Welt übertragen und mit welchen Verfahren funktioniert das? Der Wert, der dem Siegeszug des Internets in besonderer Weise zugrunde liegt, ist ja die Freiheit. Und wir wissen, Freiheit ist nie selbstverständlich. Freiheit müssen wir immer wieder neu erringen und verteidigen. Und immer wieder müssen wir etwas klären gemeinsam, nämlich wo und wie Freiheit geschützt werden muss, was Freiheit konkret bedeutet und auch, wo die Grenzen sind, also was erlaubt ist und was nicht. Und zwar immer dann, wenn grundlegende Rechte anderer, zum Beispiel der Kinder, zu wahren sind oder wenn grundlegende Rechte anderer verletzt werden, dann sind die Grenzen der Freiheit erreicht. Wir Deutschen haben gerade in diesem Monat, und wir haben es ja an dem Eingangsfilm gesehen, viel darüber nachgedacht und gesprochen, was Freiheit für unser Land bedeutet. Vor 30 Jahren, im November 1989, fiel die Berliner Mauer. Der starke Freiheitswillen der Menschen in der DDR und bei unseren Nachbarn in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn und den drei baltischen Staaten ließ sich durch staatliche Repression nicht mehr unterdrücken. Und was die Teilung Deutschlands und Europas für die Menschen bedeutete, das können Sie hier in Berlin besonders gut nachvollziehen. Ein ehemaliger Grenzübergang zwischen dem damaligen Ost- und West-Berlin ist nur wenige hundert Meter von hier entfernt. Im Eingang zu diesem Veranstaltungsort stehen sogar noch einzelne Mauerteile, tonnenschwer. Aber wir wissen, Freiheit wog und wiegt noch viel schwerer. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich nur wenige hundert Meter von hier, aber auf dem Ostteil Berlins, meine wissenschaftlichen Arbeiten geleistet habe. Die Sonnenallee habe ich von dieser Seite hier nie gesehen, aber ganz unweit war mein Arbeitsplatz. Die Mauer und der eiserne Vorhang wurden vor 30 Jahren niedergerissen. Das Streben der Menschen nach Freiheit und Selbstbestimmung hatte gesiegt. Unser Land und auch unser ganzer europäischer Kontinent konnte wieder zusammenwachsen. Reisefreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, alle diese Rechte konnten in Europa nun wieder Geltung erlangen. Die Freiheit und die Hoffnung auf gemeinsamen Fortschritt, das war auch die Vision der Erfinder des Internets vor 50 Jahren und des World Wide Webs vor 30 Jahren. Und einige von den Erfindern sind ja auch hier dabei. Das Internet wurde immer technisch so entwickelt, dass es territoriale Grenzen überschreiten kann, dass es in allen Ecken der Welt genutzt werden kann und dass es alle Menschen verbinden kann. Und mittlerweile gibt es 4 Milliarden Internetnutzer. Antonio Guterres hat darauf hingewiesen, wie viel schneller dieser Prozess sich entwickelt hat, als der Durchdringungsgeschwindigkeit des Buchdrucks es geschafft hat. Und bis 2030, also in etwas mehr als 10 Jahren, werden es voraussichtlich 7 Milliarden Menschen sein. Das heißt, wir alle profitieren im Grundsatz von dieser weltweiten Verbundenheit, der globalen Konnektivität. Dadurch begegnen sich Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturkreisen über vermeintliche analoge Schranken hinweg, Schranken, die durch Politik, Religion oder religiösen oder gesellschaftlichen Status bestimmt werden. Und die Wahrheit ist ja, das Internet hat unseren Alltag, jedenfalls derer, die das Internet nutzen, längst in allen Bereichen erfasst. Und immer weniger Menschen können sich vorstellen, wie sie ihre Kommunikation, ihre Arbeit, ihre Einkäufe
noch ausschließlich analog durchführen könnten. Aber so selbstverständlich, wie wir das Internet rund um die Uhr nutzen, so selbstverständlich verstehen wir das Internet als weltumspannendes Netz, mit dem räumliche Entfernungen kaum noch eine Rolle spielen. Daten- und Informationsflüsse verbinden Städte, Länder und Kontinente. Und das Interessante ist, dass in technischer Hinsicht räumliche Entfernungen, die zum Beispiel durch ein weltweites Netz von Unterseekabeln überbrückt werden müssen, doch noch eine Rolle. Ein Großteil der Datenverbindungen zwischen Nord- und Südamerika fließt über den Anlandepunkt im brasilianischen Fortaleza. Der Datenverkehr zwischen Europa und Asien verläuft durch Unterseekabel im Suezkanal. In Singapur kommt ein ganzes Cluster an Kabeln an, die den asiatisch-pazifischen Raum verbinden. Und ein anderes Beispiel sind die Internetknotenpunkte, in denen sich die Internetanbieter mit dem globalen Netzwerk verbinden und so den Zugang zum Internet ermöglichen. Drei der größten Internetknotenpunkte liegen in Europa, in Frankfurt, in Amsterdam und in London. Und sie werden uns selbst dann verbinden, wenn das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten ist. Diese gemeinsame Internetinfrastruktur ist inzwischen ein Herzstück der globalen Wirtschaft geworden. Sie ist von zentraler Bedeutung für nachhaltige Entwicklung und Innovation weltweit. Milliarden Menschen können ihre Ansichten und Vorstellungen im Internet kundtun. Sie können sich austauschen, Informationen und Erfahrungen teilen. Hier finden demokratische Diskurse und politische Meinungsbildung statt. Im Guten wie im Nicht-so-Guten. Denn das auch, wurde vom Generalsekretär gesagt, manch einer hält sich nur noch in seiner eigenen Meinungsblase auf, tauscht sich überhaupt nicht mehr mit anderen aus. Und das ist eine der Herausforderungen, vor die uns das Internet stellt. Aber wir haben auch andere Gründe, warum manchem auf der Welt ein Internet der Freiheit und der Offenheit sowie die vielen dezentralen Strukturen manchen ein Dorn im Auge sind. Nicht-demokratische Staaten und ihre Staatsführungen greifen in die Freiheiten ein, die das Internet schafft. Sie versuchen, eigene oder nationale Interessen durchzusetzen und hierfür ihre Netze vom globalen Internet abzuschotten. Auch einige private Unternehmen investieren in eigene, abgeschottete Infrastrukturen. Und damit besteht die Gefahr, dass globale Unternehmen Parallelwelten aufbauen, mit jeweils eigenen Regeln und Standards, die sie dann über internationale Gremien auch den anderen aufzwingen wollen. Das ist ein ganz schwieriges Thema und ich verstehe dieses Forum so, dass es genau sich dem entgegenstellen will. Denn wir müssen sozusagen klären, was meinen wir? Auf der einen Seite damit, unsere digitale Souveränität zu behalten und auf der anderen Seite uns nicht abzuschotten, sondern multilateral zu agieren. Natürlich ist digitale Souveränität von großer Bedeutung. Aber es kann sein, dass wir auf der Welt inzwischen darüber Unterschiedliches verstehen, wenn wir den gleichen Begriff benutzen. Nach meinem Verständnis bedeutet digitale Souveränität nicht Protektionismus oder Vorgabe von staatlichen Stellen, was an Informationen verbreitet werden kann, nämlich Zensur, sondern beschreibt vielmehr die Fähigkeit, sowohl als Individuum, als einzelne Person, als auch als Gesellschaft, die digitale Transformation selbstbestimmt gestalten zu können. Das heißt, auch in der digitalen Welt gilt, technische Innovationen haben dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Wir als diejenigen, die in Deutschland erfolgreich geworden sind durch das System und der sozialen Marktwirtschaft, wir wissen, dass technische Innovationen, dass Unternehmen sich nicht einfach frei entwickeln können, sondern dass sie immer Leitplanken brauchen. Das war so bei der industriellen Revolution und das wird auch so sein müssen im Zeitalter des Internets. Das heißt, wir brauchen die Souveränität über das, was geschieht. Und deshalb ist es gerade Ausdruck der Souveränität, für ein gemeinsames, freies, offenes und sicheres globales Internet einzutreten, wenn wir davon überzeugt sind, dass Abschottung
kein Ausdruck von Souveränität ist, sondern dass wir ein gemeinsames Werteverständnis zugrunde legen müssen. Denn was wären die Folgen, wenn wir auf Abschottung setzen würden? Wir würden ein zunehmend zersplittertes Internet haben, aber die Folgen davon sind aus meiner Sicht, und das zeigt sich auch historisch, auch in der realen Welt nie gut. Die globale Infrastruktur könnte dann instabil und anfällig für Attacken werden. Man würde mehr Überwachung machen. Staatliches Filtern und Zensur von Informationen würden zunehmen. Und bis hin zu der Ultima Ratio, dass vielleicht sogar die Abschaltung des Internet- und Mobilfunknetzes, um die Kommunikation der Bevölkerung zu verhindern, zunehmen würde. Das heißt also, der Angriff auf die Internetkonnektivität, der Grundpfeiler des freien, offenen Internets ist, ist zu einem gefährlichen Instrument der Politik geworden. Und viele wissen das aus eigenem Erleben. Solche Angriffe können den Menschen die Grundrechte auf Information und Kommunikation vorenthalten. Und das führt die grundlegende Idee des Internets, die Idee der Erfinder, der Urväter, dann ad absurdum. Und deshalb muss es uns allen ein Anliegen sein, den Kern des Internets als globales, öffentliches Gut zu schützen. Und das geht nur, wenn wir neu über die Governance-Strukturen dieses globalen Netzes nachdenken, das uns alle verbindet. Wie aber können wir nun den Bestrebungen einzelner Staaten entgegenwirken, sich vom freien Internet abzuspalten oder das Netz ganz alleine zu gestalten? Ich glaube, indem wir verstehen, dass so wie sich die Stärke von Netzwerken nach der Anzahl der Nutzer bemisst, es auch vieler bedarf, um ein grenzüberschreitendes, dezentrales Internet zu erhalten. Das heißt, mit anderen Worten, indem wir verstehen, dass wir multilateral handeln müssen. Nur so kann es gelingen, grenzüberschreitend ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, was den Wert eines freien Internets ausmacht. Und deshalb begrüße ich sehr die Ankündigung des UN-Generalsekretärs, einen Envoy genau für diese Gespräche zu benennen, der sein persönliches Vertrauen hat. Wir haben von der deutschen Seite während unserer G20-Präsidentschaft 2017 einen sogenannten Digitalstrang in der Gruppe der G20 etabliert. Wir wissen, dass die G20-Staaten natürlich nicht die ganze Welt repräsentieren. Aber es wäre schon viel erreicht, wenn in diesem Kreis zu dieser wichtigen Frage ein Einvernehmen erzielt würde. Und deshalb bin ich froh, dass wir wichtige Zusagen der G20-Mitgliedstaaten erreicht haben. Unter anderem zur globalen Anbindung an das Internet und zu internationalen Standards. Und warum ist uns das gelungen? Das ist uns vor allem deshalb gelungen, weil wir auch die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft mit eingebunden haben. Alleine Staaten werden das nicht schaffen. Deshalb ist für mich auch so wichtig, dass wir im G20-Prozess immer die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft mit vertreten haben. Und ganz besonders, Antonio Guterres hat darauf hingewiesen, auch die Frauen, die drohen, abgehängt zu werden weltweit bei der neuen Wertschöpfung, die das Internet uns ermöglicht. Und diese Einbindung bedeutet, das Internet kann und darf nicht allein von Staaten und Regierungen gestaltet werden. Denn die Grundsatzfragen rund um das Internet betreffen letztlich jeden Einzelnen von uns. Und deshalb brauchen wir einen umfassenden Dialog und den Multi-Stakeholder-Ansatz, wie das so schön heißt, genau des IGF. Und deshalb bin ich Ihnen so dankbar, dass Sie hier zusammengekommen sind, um Ihre gemeinsame Sicht der Dinge darzulegen. Und natürlich ist das ein neuer Ansatz. Die klassischen multilateralen Strukturen auf der Welt kennen nur die Zusammenarbeit der Regierungen. Aber ich glaube, das alleine reicht heute nicht mehr aus. Und deshalb müssen wir um diesen breiten Ansatz immer wieder werben. Und wenn wir das Internet global nutzen können oder wollen, dann müssen wir auch global denken. Das Internet geht alle etwas an, auch eben die, die noch keinen Zugang haben. Und deshalb müssen wir den Internetzugang und die gleichberechtigte Teilhabe an der Digitalisierung stärken
Und Sie werden ja auch in den nächsten Tagen über diese Frage der Inklusion intensiv diskutieren. Und ich war sehr froh, dass wir auf einer Klausurtagung unserer Bundesregierung vor wenigen Tagen von Afrika gelernt haben, dass sie einen digitalen afrikanischen Markt schaffen wollen, dass sie einen Beauftragten für Digitalisierung haben, dass sie nicht nur einen Freihandel im klassischen Sinne machen wollen in der Afrikanischen Union, sondern eben sich ganz genau auch diesem digitalen Ausbau widmen wollen, inklusive dann eines gemeinsamen Zugangs zum Internet. Lieber Antonio Guterres, Sie haben mit internationalen Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft einen Bericht zur digitalen Kooperation erarbeitet. Und dank Ihrer Vorschläge für neue Wege zur globalen Gestaltung des Internets nimmt eine wichtige Debatte nun Fahrt auf. Wenn wir über Internet Governance sprechen, müssen wir uns als erstes mal über die Werte verständigen. Wir müssen uns darüber verständigen, wie wir die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit im digitalen Zeitalter schützen, wie wir gleichberechtigte Teilhabe und Sicherheit im Netz und das Vertrauen in das Netz stärken. Und natürlich müssen wir da neue Wege gehen, denn normalerweise sind wir gewohnt, alles, was wir vereinbaren in Verträgen international, dann auch in nationale Gesetze zu gießen. Aber diesmal braucht man mehr. Man braucht die Partizipation der Wirtschaft, man braucht die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, und das kann man allein mit Gesetzen natürlich noch nicht sichern. Und die Herausforderung ist groß, denn die digitale Transformation stellt unsere Gesellschaften vor grundlegende Fragen. Bei weitem nicht alles, was online machbar und was technisch möglich ist, ist ja auch ethisch wünschenswert. Das kennen wir im Übrigen auch schon aus der Welt vor der Digitalisierung. Und gerade auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz werden wir über diese Fragen noch intensiv diskutieren. Wir müssen also nicht nur über das sprechen, was wir wollen, sondern wir müssen auch über das sprechen, was wir nicht wollen. Und wenn ich mir das herausnehmen darf, die Frage über das, was wir nicht wollen mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, diese Frage wird an manchen Stellen in der Community weniger gerne diskutiert als über die Frage, was möglich ist. Und das ist aber kein Beschneiden des Internets, sondern es ist wieder genau nur die Frage, dass die Technik dem Menschen dient. Und das funktioniert alles nur in großer Gemeinsamkeit. Regierungen, internationale Organisationen und Formate sowie die Zivilgesellschaft müssen gleichermaßen in die Überlegungen mit einbezogen werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, und ich mir einfach auch nur mein Land anschaue, dann haben wir hier noch keinen nationalen Konsens von allen Seiten. Wir haben es jetzt auch bei der Europäischen Union gemerkt, im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Und wir haben es auch mit der Datenschutzgrundverordnung gemerkt. Es gibt also sehr viele Dinge, die noch sehr kontrovers diskutiert werden. Deshalb müssen wir bereit sein, neue Teilhabemöglichkeiten zu organisieren, bei denen jede Stimme gehört wird und auch gleich viel zählt. Das heißt, wir brauchen eine echte Kooperation, und das bedeutet, wir brauchen auch Diskursfähigkeit. Und deshalb ist das Verschanzen in Blasen des Internets von gleicher Meinung mit Sicherheit nicht die Lösung, um hier die Probleme voranzulösen. In diesem Sinne schlägt das Internet Governance Forum hier in Berlin neue Wege ein, und ich halte es für ein wichtiges Signal, dass auf Initiative von unserem Minister Peter Altmaier Parlamentarier aus aller Welt hierher nach Berlin gekommen sind. Das ist auch in demokratischer Hinsicht ein großer Gewinn. Darüber hinaus ist für uns als deutsche Bundesregierung die digitale Transformation niemals national, sondern immer auch europäisch zu denken. Denn Europa kann mit seinen Vorstellungen einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen globalen Vision für die Zukunft des Internets abliefern. Insgesamt aber ist die Neuordnung der Internet Governance natürlich eine globale Kraftanstrengung. Sie verlangt den Schulterschluss von Staaten und Interessengruppen. Deutschland ist bereit, unter dem Dach der Vereinten Nationen die Neuausrichtung der globalen Internetpolitik mitzugestalten. Wir sind überzeugt, dass die Vereinten Nationen und das IGF eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, einen globalen Konsens für ein offenes, freies und dezentrales Internet zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, deshalb wünsche ich Ihnen viel Erfolg für dieses Internet Governance Forum in Berlin.
Und lassen Sie sich ein bisschen inspirieren von diesem Ort, an dem vor 30 Jahren mit dem Mauerfall eine neue Zeitrechnung begann. Auch wir in der ehemaligen DDR haben ja nicht gedacht, dass zu unseren Lebzeiten diese Mauer noch fallen wird. Aber es ist geschehen, mit Hilfe von Mut von vielen einzelnen Menschen und günstigen Gesamtumständen. Und deshalb weiß man nie, ob nicht der Mut eines Einzelnen, plötzlich vieler Einzelner, auch Wege, die heute kaum gangbar zu sein scheinen, möglich werden. Und deshalb diskutieren Sie frei von der Leber weg in Workshops, Panels und Sitzungen. Ich wünsche Ihnen eine Woche interessanter Begegnungen mit realen Menschen, die Sie sonst vielleicht nur aus dem Internet kennen. Und wenn Sie ein Bier trinken gehen oder ein Glas Wein in einer der schönen Berliner Restaurationen, dann da braucht es auch nicht nur digital zu sein, sondern kann real sein. Enjoy Berlin. Thank you very much. All the best. We enjoy very much having you on stage for 1 minute longer. You all know we live in Instagram times. So can we have one photo with you, dear Secretary General? Yes, yes, on stage. That would be very nice. With this beautiful blue backdrop of whatever, the UN sea or the UN sky or whatever you imagine. So thank you very much for joining. Now the photographers would have to follow. Thank you very much. Now, please, to remember someone who can unfortunately not be with us anymore. And may I ask the Under Secretary General Yu Zhenmin to take the floor and share his thoughts and memories. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, before we begin our next segment of the meeting this afternoon, can I have a few seconds of your time? We want to dedicate this moment to Dr. Tariq Kamel, whose picture you will see on the screen. We all mourn the loss of Dr. Kamel, an internet pioneer known for his contributions to global internet governance. In ICANN, Tariq was senior advisor to the president and a senior vice president of government and intergovernment organization IGO engagement. He was also the minister of communication and information technology of Egypt, a post he held from July 2004 to February 2011.
Exactly 10 years ago, in 2009, also in a November week like this, he was instrumental in organizing the fourth meeting of the IGF in Sharm el-Sheikh, Egypt. Before that, he played a crucial role in the early days of World Summit of Information Society negotiations, defending the multi-stakeholder model and open, affordable, and free access to internet. He was also the true supporter of IGF, and he always kept excellent relationships with my staff of DESA and the United Nations. We will definitely miss Tariq. Dear colleagues, I now invite the CEO of ICANN, Mr. Goran Mabi, also to say a few words. Goran, you have the floor, please. Thank you. I'm humbled to be here to pay tribute to dear friend and colleague. Tariq was an internationally respected internet pioneer and a prominent figure in internet governance circles. He was also a passionate supporter of the IGF, as was mentioned so much that he was instrumental in hosting IGF in 2009 in Sharm el-Sheikh in Egypt, which was also the first time I met Tariq. Tariq had a deep passion for connection. He fearlessly shaped Egypt's transition into a connected future, and in doing so, created countless opportunities for people of his country. He was a visionary who believed that the internet should remain free, open, secure, and for everyone. He was a powerful advocate for the multi-stakeholder model and collaboration. He passionately believed that all should have access to the internet, and spearheaded many initiatives to build technical capacity in Egypt as well as across the African continent, and later globally in his role with us at ICANN. Tariq meant a great deal to the ICANN community, the internet community and beyond, and to me as my friend. He is missed, but will never be forgotten. Thank you. Dear ladies and gentlemen, there is another person we miss who passed away yesterday, Jimmy Schulz. He was backing the initiative, the Chancellor just mentioned it, by Federal Minister Altmaier to see a systematic change in this year's IGF by the participation of parliamentarians. And I'd like to invite now, kindly on stage, Hans-Jörg Dürz, MP, and Deputy Chairman of the Committee of the Digital Agenda, to please share your thoughts and feelings. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ausrichtung des Internet Governance Forum hier in Berlin ist auch ein Zeichen dafür, welche Bedeutung Deutschland dieser UN-Veranstaltung zuerkennt. Und ein Mann, der sich ganz besonders dafür stark gemacht hat, dass das diesjährige IGF in Berlin stattfindet, war Jimmy Schulz. Mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für das IGF war er nicht nur vielen deutschen Politikern, sondern vielen Verantwortlichen in der ganzen Welt deutlich voraus. Jimmy Schulz war schon seit Jahren regelmäßiger und aktiver Gast des IGF. Ich weiß, dass es einer seiner letzten großen Ziele im Leben war, auch noch das diesjährige IGF hier in Berlin mitzuerleben. Leider war ihm das nicht vergönnt. Gestern früh ist er nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Mit Jimmy Schulz haben wir einen Pionier der Digitalpolitik in Deutschland verloren. Früh hat er sich dafür stark gemacht, dass die Themen des IGF auch die Themen des deutschen Parlaments werden.
Er hat mit seinem Engagement wesentlich dazu beigetragen, dass wir heute einen Digitalausschuss im Deutschen Bundestag haben. Diesen seit 2017 zu leiten, war ihm ein Herzensanliegen. Wir verlieren mit ihm einen lieben Kollegen und treuen Freund, der es verstand, über die Grenzen politischer Lager hinweg Begeisterung für seine Themen zu entfachen. Das IGF und die weltweite Politik haben mit seinem Tod einen leidenschaftlichen Kämpfer für das freie, offene und global vernetzte Internet verloren. Jenes Netz, das gerade heute so sehr unter Druck steht. Unermüdlich hat er sich für die digitale Aufklärung eingesetzt. Mit ihm verlieren wir deshalb nicht nur einen wundervollen Menschen, sondern auch einen Mitstreiter für eine Digitalpolitik, die vor allem einem dienen soll, dem Menschen. Jimmy Schulz wird uns sehr fehlen. In Gedanken sind wir in dieser schweren Zeit bei seiner Frau und seinen drei Kindern. Thank you, gentlemen. And may I now ask you all, please, for a moment of silence and honor for those ones who passed away. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen. Thank you for this moment of caring. We now enter the phase of the afternoon of the high-level panels, the three sessions in a row, 1 hour each. And I'm delighted to announce the speakers and the moderators in a minute. But what we will do for the first time, I guess ever, at the IGF is trying to really let you all participate digitally. We have a great, well-working tool for that. It's called Slido. It might be well-known amongst you, and you can connect now, if you were so kind, to take out your smartphones on three ways. Either you use your QR scanner to scan that QR code, or you can just, if you have a modern smartphone, you may just use your camera and make a photo of that, and you'll be directly connected to Slido, and then it will open up the browser, and you're invited behind the hashtag to put on the code, which is, not surprisingly, IGF 2019. And what we are trying to do, I said it earlier, we have more than 2,000 people in the room, and we have people who are collaborating via Zoom, which is another tool, at the remote hubs. We will gather all your questions, and please apologize, we are not able to bring them all to the table in 1 hour of discussion with six panelists and a great moderator. But what we are going to do, and it's very, very highly appreciated by the IGF and the team behind, to know about your questions and your expertise behind. So please don't hesitate to send us your questions, although we will only be able to put a few of them on the plate. That will happen in the last third of the discussion. Send me a smile or anything like that if you're in, that I know. Is it working out? More or less? So whenever you want,
you drop your question related to the panel. So I'm handing over the moderation now for the first high-level session, which is on the future of internet governance. And I'm handing over, and I'm very much inviting now all panelists, please, on stage, together with the moderator. I start with introducing the moderator. It's Vince Cerf. He's an American internet pioneer, recognized as one of the fathers of the internet, vice president and chief internet evangelist at Google. He has received numerous honorary degrees and awards that include the National Medal of Technology, the Turing Award, the Presidential Medal of Freedom, and many more. Okay, I'll leave it here. Yeah? Too glad to have you here, Vince. Which, whatever seat you are, may I introduce your panelists? If I wish. Please come on stage. Please, please. I start with Sir Tim Berners-Lee. His visionary and innovative work has transformed almost every aspect of our lives. The Time magazine named him one of the 100 most important people of the 20th century. He invented the World Wide Web in 1989 and later became the founding director of the World Wide Web Foundation, which seeks to establish, that's the subject of the day, the net as a global public good and basic right. And in this interest, I don't know of who of you was testifying this yesterday, he launched the contract of the web at the IGF yesterday. Too good to have you here. And I start with a lady in the back, because Henriette Esterhuizen, can you come please to the front? Oh, that's not Henriette. Okay, sorry, I was wrong. So I start with the other ones. This is Göran Marby. He's the CEO and the president of ICANN since 2016. He's a member of the Swedish e-identification board with more than 20 years of experience as a leader in the web and tech sector. Please, have a seat. I follow with Liu Zhenmin. He's the Undersecretary General for Economic and Social Affairs at the UN. He advises the Secretary General on three pillars of sustainable development, social, economic, and environmental, and he nurtures key partnerships with governments, UN agencies, and civil society organizations. I go ahead with Makiko Yamada. He's the Vice Minister for Internal Affairs and Communications in Japan, and since summer 2015, she has been the General Director of the Global ICT Strategy Bureau in the Ministry of Internal Affairs and Communication. And earlier, she had become the first ever female Executive Secretary to the Japanese Prime Minister. Most welcome. So, and Overmore. So, could you please introduce yourselves? There was a change in, would you be so kind? Please, please, this, the mic is on. Good afternoon, everyone. My name is Alison Gilwald. I'm from Research ICT Africa and the University of Cape Town in South Africa. I'm an academic and a researcher and a policy researcher. I have been involved in policy and regulation across the African continent. Thank you very much. And finally, Ignacio Cassis, the head of the Department of Foreign Affairs in Switzerland. Most welcome. Please, have a seat. Enjoy the conversation now. Thank you very much, ladies and gentlemen. It turns out that we've done a little bit of research about some of our panel members, and so I thought I would share a few secrets that we've discovered. We've discovered that Vice Minister Yamada has joined a gospel lesson group, and she takes singing lessons twice a month. Her favorite song is called "The Latter Will Be Greater," but her other favorite song is "Oh Happy Day." And let's hope that at the end of this conference, we will all be singing "Oh Happy Day." So welcome to the panel, thank you. It also turns out that Tim Berners-Lee, to my left, we found another secret that he shared. He says he likes trail running, and he's been known to update OpenStreetMap while he's running, sometimes in Berlin. So I hope that you didn't run into anything while you were updating, Tim. We also discovered that Mr. Göran Marby, to my right, is a secret chef. He's an educated chef, and that explains why the projects that he starts have names like calzone, strawberry,
Hubba Hubba and Milky Way. I'm sorry that I do not have any other secret. Oh, I'm sorry. I have one more secret I've discovered. Yes, this is Mr. Cassis, who is the head of the Department of Foreign Affairs in Switzerland, is actually a physician who practices preventative medicine. And it seems to me that that practice will be very relevant to what we talk about today, which is internet governance and its future. We would like to prevent disease and promote health in the internet. Undersecretary Jamin, I have no secrets. Do you wish to share any? I'm very transparent. I'm very transparent, he says. Allison, I don't know if you have any secrets that you'd like to share. It's not required. Would you like to use the microphone? I was actually asked... Yes, it's on. It's on. I was actually asked at short notice to share something fun about myself. Oh, well, then you're welcome to say something fun. I thought the joke might be that there's actually nothing fun about me at all. Well, let us get started with the subject at hand, which is the future. How many engineers does it take to turn on a microphone? Well, let's start with a few observations. The specter of a fragmented and divided internet, sometimes called SplinterNet, where markets are corrupted and people's free expression is censored and democracy is undermined, is